Guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier am Sonntagnachmittag auf den IB Days in Frankfurt. Mein Name ist Henry Philipson. Mein Vortrag lautet Agieren statt Reagieren, Bausteine für den Trading-Erfolg. Ich möchte Ihnen ein paar Hinweise mit an die Hand geben, wie Sie sich als Trader weiterentwickeln können. Ja, ich arbeite für die Börse Go AG. Wir haben die Portale guidance.com, Analyse- und Trading-Plattform und das Portal Gottmo Trader für technische Analysen. Zu meiner Person, ich handle seit 1997 an den Finanzmärkten, habe also nächstes Jahr mein 20-jähriges Jubiläum. Ich habe 97 angefangen mit dem Aktienhandel, 2001 dann angefangen bei der Berliner Vermögensverwaltung den Future- und Devisenhandel zu lernen. Und habe eigentlich seitdem in den vergangenen, ja, mittlerweile doch einigen Jahren mich permanent versucht weiterzuentwickeln als Trader. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt hier Ihnen in meinem Vortrag auf den IB Days ans Herz legen möchte. Ich bin primär im Bereich Währung unterwegs, Devisenhandel, und handle vorwiegend im kurzfristigen Bereich. Werde Ihnen nachher auch noch zeigen, wo Sie mein Trading nachvollziehen können und meine Signale auch in Echtzeit sehen können. Für meinen Handel verwende ich die klassische Charttechnik, Intermarket-Analyse und Elliott-Wellen. Wenn Sie als Daytrader im Homeoffice arbeiten, ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass Sie Ihren Trading-Tag klar strukturieren. Welche Aufgaben erledigen Sie vor Markteröffnung zum Beispiel? Das kann sein, dass Sie sich Setups raussuchen vom Vortag, die Nachrichten aus Asien checken, was ist in der Nacht passiert in Asien, was ist am Vorabend an der Wall Street passiert, wie sehen die Rohstoffmärkte aus, etc. Machen Sie sich eine Checkliste, was müssen Sie vor Markteröffnung absolvieren. Des Weiteren sollten Sie klar festlegen, zu welchen Zeiten Sie handeln möchten im Daytrading. Wird wahrscheinlich, wenn Sie im DAX oder im Bund Future handeln, am Vormittag Sinn machen. Zwischen 8 und 11 sind da die Handelszeiten. Und vielleicht möchten Sie auch am Nachmittag handeln, wenn die Amerikaner mitmischen. Nach 13 Uhr schalten die Jungs in Chicago und New York ihre Rechner an. Dann wird es da nochmal volatil und es gibt entsprechende Trading-Möglichkeiten für den Daytrader. Strukturieren Sie Ihren Trading-Tag und legen Sie auch klar fest, wann Sie Pausen machen. Zum Beispiel am Mittag, je nachdem, wie Ihr Handelstag aussehen soll. Des Weiteren sollten Sie sich festlegen, welche Aufgaben habe ich in der Nachbereitung zu erledigen. Das könnten zum Beispiel sein, Trading-Tagebücher schreiben oder Ihre Trades zu analysieren. Des Weiteren, gerade in der Nachbetrachtung, sollten Sie tatsächlich Buch führen und Ihre Trades auswerten. Sie sind verantwortlich für Ihren Trading-Erfolg. Nur Sie, nicht der Markt, ist dran schuld, wenn Sie einen Verlust machen oder einen Gewinn machen. Das sind alleine Sie, die die Verantwortung dafür haben. Wie gesagt, kein erfolgreicher Trader ist bis jetzt vom Himmel gefallen. Zumindest ich kenne keinen, der als erfolgreicher Trader geboren wurde. Es ist ein Entwicklungsprozess, wo Sie primär an sich selbst arbeiten müssen. Kein Pilot ist als Pilot geboren, kein Chirurg ist als Chirurg geboren und auch kein Trader ist als Trader geboren. Wenn Sie zwei Seminare und vier Tradingbücher gelesen haben, werden Sie noch nicht in der Lage sein, erfolgreich zu traden. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre hinweg fortsetzt. Sie werden also von Jahr zu Jahr besser sein. Erwarten Sie nicht, dass Sie vielleicht nach ein paar Monaten, ein paar Wochen schon erfolgreicher Trader sind. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen ein paar Hinweise geben. Ich sage nicht, dass ich Ihnen das Nonplusultra mache, sage, wie es funktioniert. Ich gebe Ihnen einfach Hinweise, zum Beispiel auch, wie ich das gemacht habe, wie ich denke, es ist ein Weg für sich selber zu coachen, um sich selber als Trader zu verbessern. Wie gesagt, Punkt 2, eminent wichtig, spielt eine ganz große Rolle hier in diesem Vortrag. Führen Sie Buch und werten Sie Ihre Trades aus. Als drittes sollten Sie als Daytrader im Homeoffice ein professionelles Arbeitsumfeld schaffen. Sie sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass Sie sich zu Hause mit dem iPad auf die Couch setzen und da erfolgreiche Trades einen nach dem anderen abschießen. Das wird nicht auf Dauer funktionieren. Sie brauchen ein professionelles Umfeld. Schaffen Sie sich eine Arbeitsecke, idealerweise ein eigenes Arbeitszimmer, in dem Sie ungestört sind, in dem Sie in Ruhe traden können. Ein ganz wichtiger Aspekt auch, sprechen Sie mit Ihrer Familie.
wenn Ihre Frau nicht weiß, was Sie da machen, könnte es sein, dass es da irgendwann zu Konflikten kommt. Also Sie sind da mitten im Handel um 9.30 Uhr, der DAX hat gerade aufgemacht und Ihre Frau ruft alle 3 Minuten an, weil es ihr langweilig ist gerade. Es wird irgendwann Ihren Fokus deutlich beeinträchtigen. Dementsprechend wird Ihr Trading-Erfolg ausbleiben. Was ich damit sagen möchte, sprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihre Familie, Ihre Frau oder Ihr Mann, wenn Sie eine Frau sind natürlich, sollte wissen, was Sie da genau machen mit dem Trading. Umso größer ist das Verständnis und umso ruhiger, umso fokussierter können Sie sich auf Ihren Handel konzentrieren. Das heißt, Sie brauchen ein professionelles Umfeld. Es ist schön, natürlich als Trader von zu Hause, Sie haben die Freiheit. Ihr Arbeitsweg beträgt wahrscheinlich 10 Sekunden, im Gegensatz zu den Leuten, die früh im Berufsverkehr stehen und dann eine Stunde im Stau stehen, haben Sie als professioneller Trader im Homeoffice einen Anfahrtsweg von wenigen Sekunden. Tolle Sache, aber Sie brauchen ein professionelles Umfeld dafür. Kommen schon die ersten Fragen? Nein? Okay. Wie gesagt, einfach handheben, wenn Fragen sind. Als nächster Baustein für Ihren Trading-Erfolg als Trader im Homeoffice ist, als Trader sitzt man naturgemäß stundenlang vorm Rechner. Wenn Sie da keine Balance schaffen in Ihrer Work-Life-Balance, dann werden Sie Schwierigkeiten haben, lange am Markt zu bleiben. Man sagt, gute Handelsentscheidungen werden nur von einem geistig und körperlich fitten Geist und körperlich fitten Trader getroffen. Sie sollten also nur handeln, wenn Sie sich wirklich fit fühlen. Ich persönlich habe wirklich an Tagen auch schon gehandelt in meiner über 15-jährigen Karriere, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe. Und glauben Sie mal, an den Tagen war ich wirklich nicht in der Lage, gute Trading-Entscheidungen zu treffen und habe in der Regel viel Geld verloren, auch an den Tagen, wo ich fit war, mich schlapp gefühlt habe, etc. Wenn Sie nicht den gleichen Fehler machen möchten, bleiben Sie einfach im Bett, wenn Sie sich nicht fit fühlen für das Trading, und kurieren Sie sich aus, aber verlieren Sie nicht Geld an diesen Tagen. Wichtig ist auch Ernährung, natürlich Bewegung, Sport zu treiben. Vergessen Sie nicht, Trading ist ein Wettbewerb. Sie, in Anführungsstrichen, kämpfen, bisschen übertrieben gesagt, gegen andere Marktteilnehmer, die gut ausgebildet sind, die auch motiviert sind, Geld zu verdienen. Und wenn Sie nicht fit und ausgeruht und gesund sind und eine gute Work-Life-Balance haben, werden Sie nicht lange als Trader überleben, weil, wie gesagt, die Konkurrenz ist durchaus da. Punkt 5, den ich Ihnen ans Herz geben möchte, wenn Sie als Trader im Homeoffice unterwegs sind, suchen Sie sich Gleichgesinnte. Das kann ein Börsenstammtisch sein, den es mittlerweile, glaube ich, in jeder größeren deutschen Stadt gibt. Es gibt diese VTAD-Gruppen von der Vereinigung Technischer Analysten in Deutschland. Da sind die Charties unterwegs. Sie können auch andere Trading-Clubs oder Investment-Clubs beitreten, wo Sie sich einfach mit Gleichgesinnten austauschen und Ideen austauschen, Anregungen bekommen. Es gibt natürlich auch Online-Communities wie Guidance.com, wo Sie eine große Anzahl haben von Tradern, die Ihre Trading-Signale vorstellen. Es gibt Foren dort bei Guidance, wo Sie diskutieren können und es ist einfach wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Sie nicht vereinsam als Trader, der als einsamer Wolf zu Hause sitzt, sondern halt hier und da auch wieder soziale Kontakte pflegen, idealerweise natürlich auch mit Trader-Kollegen, die Ihnen als Trader auch weiterhelfen werden, von denen Sie sich Anregungen holen können. Ganz wichtig auch, wenn Sie auf eigene Rechnung handeln, Sie müssen Ihr Trading-Ergebnis evaluieren. Wichtig ist auch, wenn Sie es geschafft haben, zum erfolgreichen Trader profitabel handeln können, Stillstand ist Rückschritt, Sie müssen sich immer weiterentwickeln, der Markt verändert sich. Ein Handelsansatz, der heute profitabel ist für Sie, muss nicht automatisch im kommenden Jahr noch funktionieren. Das heißt, Sie müssen immer über den Tellerrand schauen, immer gucken, was ist gerade am Markt, was verändert sich, welche Trends gibt es. Wie gesagt, der Markt ist permanent am sich verändern. Vor 10 Jahren gab es noch so gut wie gar keine Trading-Algorithmen. In der letzten Zeit spricht man sehr viel von High-Frequency-Trading und Algorithmen. Das alles hat den Markt verändert. Der computerisierte Handel hat den Markt verändert. Das bietet natürlich auch Möglichkeiten, aber wie gesagt, wenn Sie sich nicht darauf einstellen, auf diese Veränderung und Ihr Trading weiterentwickeln, permanent weiterentwickeln, werden Sie irgendwann durchaus möglich keinen Erfolg mit Ihrer Strategie haben.